Während der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz wurde der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter über sein positives Corona-Testergebnis informiert. Der AfD-Fraktionssprecher bestätigte das. Keuter verließ daraufhin zwar umgehend den Saal, doch zu diesem Zeitpunkt saß der Ausschuss bereits 6 Stunden zusammen. Hat der Abgeordnete fahrlässig gehandelt? Immerhin wurden zuvor auch Mitarbeiter von Keuter positiv getestet. Doch angeblich seien seine Schnelltestergebnisse zuvor negativ gewesen. Neben Keuter wurden 3 weitere Parteikollegen positiv auf das Virus getestet. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, es wundert mich nicht, dass sich die Fraktion der AfD im Bundestag zur Superspreader-Fraktion entwickelt. Sie klagt gegen das Maskentragen, umgibt sich mit Corona-Leugnern und lädt diese auch noch in den Bundestag ein.